Den haben sie gebaut ab 47. Ja, was? Und von 47 bis 50 haben sie das eckige Armaturenbrett gehabt. Nicht das flache, sondern das eckige. Und das kennt man auch da an der Hinterachse mit den flachen Muttern. Danach haben sie dann Sechskantmuttern aufgebaut, weißt du? Das sind ein paar so Merkmale. Wenn du den Motorraum reinschaust, dann sagst du noch weit mehr. Ob es ein alter ist oder nicht. Wir schauen einfach rein da jetzt. Wir schauen einmal. Schauen wir einfach rein, schau her. Da hast du nicht. Den Ockern hast du aufmachen müssen, weil sonst war er zu heiß geworden. Das ist noch ein typischer. Das dürfte noch ganz alter sein. Der hat oben noch die Deckeln, das du da schrauben musst und die ganzen Ventile musst du noch. Die Kipphöben musst du noch schmieren. Das ist einer bei den ersten. Wahrscheinlich so ein paar 48er haben. Der 26er Steirer. Ja, schon 45er Steirer, oder? Ja, das war die Jubiläumsserie. Das ist der Nachfolger gewesen dann, gell? Ja, da sind 36er drin. Das war bei uns draußen da in Sachsen. Ja. Der 36er hat 3 Zylinder gehabt. Ja, und das war für uns der Hochwassertraktor. Genau. Ja. Und der 45er hat dann schon 4 Zylinder gehabt. Ja, das ist. Hermann, was ist das für einer? 36er. Genau. Für die gibt es nicht viel. Die sind ganz, ganz selten jetzt schon, oder? Die werden gesucht. Da kommt das nahe. Ja, das war der Nachteil. Die sind ein wenig heiß geworden. Ja, richtig. Darum haben sie die Deckel aufgemacht. Sind ein wenig heiß geworden? Ja, ja. Aus den Deckeln aufgemacht. Eigentlich fällt denn da der zweite Deckel. Wieso? Ja. Ist das da anders? Normal hat der 36er einen zweiten Deckel gehabt. Ja. Doch. Der 288. Ist der 4-Zylinder? Ist der 4-Zylinder. Hat er uns gelegt. Jetzt sind der 45er. Hat er uns gelegt, ja. Jetzt sind der 45er. Genau. Weil der 36-Bässige hat die zwei Deckeln da. Ja. Hört er dir? Also das ist deine. Siehst du, wie es bei denen ist da? Der hat schon das flache Armaturenbrett. Das ist schon einer nach 50. Hat schon die Hinterachse mit den Sechskantmuttern drauf. Hat dann auch die Handbremsen nicht mehr da innen, sondern schon auf die Räder. Genau. Haben sie ein bisschen was geändert. Die Steirer. Das hat auch die Lenkbremsen jetzt mal rüber. Aber ja, die hat ja jeder gehabt. Die Lenkbremsen rechts, links. Das hat auch. Ja, eigentlich jeder gehabt, aber mit den Pedalen halt, gell? Ja, der, aber der hat mit den Händen gehabt. Über die Pedale gegangen und die anderen sind nur über die Hände gegangen. Und da haben wir dann schon einen 86er Steirer, gell? Das ist dann der Nachfolger von 18er. Die Weinrotten. Da haben wir jetzt, deiner ist der 108 AN. Weißt du, warum der AN geheißen hat? Das war die niedere Bauweise. Aha. 180 Gramm der hohe, das waren die niederen. Die haben es dann gebaut, so ein paar Jahre 1958, 59, 60 haben wir dann. Den Rot haben sie auch gebaut. Genau, das war der 182er dann. Das war der ja. Es ist immer wieder interessant, weil du wieder siehst, was Neues, gell? Multibauer zum Beispiel, Ferguson. Ja, der Ferguson, der hat gesetzt auf die Hydraulik. Das war der erste, der die Dreipunkt-Hydraulik eingeführt hat. Dafür war er aber mit dem Mähwerk nicht so besonders gut. Da war der Steirer besser. Die Ferguson, die sind ja ab 1958 dann rot geworden, weil das war die Fusion zwischen Ferguson und Masse Harris. Dann ist der Masse Ferguson rausgekommen und der war rot. Ja, wir gehen da jetzt ein wenig runter, da sind interessante Fahrzeuge. Da haben wir wieder einen 26er Steirer an und ganz einen alten. Flache Muttern, Steier, der Armaturenbrill. Das vierte Armaturenbrill, das ist ganz alt. Genau, die langen Kopfflügel bis da oben. Heute gehen sie nur mehr bis da her, die haben es dann geändert. Das muss ich komplett da. Ja, hinten weit runter gegangen. Dann hat er noch eine Riemenscheibe drauf gehabt. Wird schon ein wenig. Naja, er wird ja nicht mehr zu Arbeiten verwendet. Gell? Ja. Hat auch keine Hydraulik nicht drauf. Früher haben sie nur diesen Balken drauf gehabt, mit der Kugel oder
zum Anhänger treiben. Da haben wir noch einmal so einen 26er Steirer. Das sind sehr viele alte da heute. Aber was mich auch ein bisschen fasziniert, sind die Traktoren, die ja ganz draußen, die Originalen noch sind. Ja. Weil, noch nichts gemacht, ein Zustand, wie auch noch dazu mal noch. Wird einmal wurschen. Ja. Naja, hat einen guten originalen Zustand eigentlich. Dort und da halt einmal ein wenig Macke. Hat auch arbeiten müssen, gell? Ja, schön beieinander. Hat arbeiten müssen, ja. Hat aber trotzdem schon ein Berg ins Motor drauf. Ist auch so 8,59er Baujahr, haben wir da. Interessant waren auch die Dacheln. Der Ferguson hat ein ganz anderes Dachel gehabt früher, gell? So ein ganz kleines. Aber habe ich heute leider noch keins gesehen. Na ja, gehen wir ein wenig weiter oben. Aber heute habe ich mal was anderes da. Heute habe ich meine Eicher mit schon her. Ist das ein Einzylinder? Einzylinder, ja, luftgekühlt. Habe ich vor 2 Jahren restauriert. Habe ich eigentlich alles gemacht, was so ein bisschen kaputt war. Angefangen von der Masken, Kotflügeln, das Parallelogramm vom Sitz war eingerostet. Bei der Vorderachse, das ist neu gemacht worden. Ist das Polyester oder was ist das? Nein, das ist Blech. Blech. Da kannst du hergehen, da kannst du klopfen. Wenn du drauf klopfst, das Blech. Das ist kein Polyester. Ja, aufmachen können wir eh. Machen wir halt einmal kurz auf. Schau mal rein, dass du es siehst. Einzeln in der Luft gekühlt. Da fährt das ZF-Getriebe, das kleine. ZF-Getriebe, ja. In der Nähe von Passau, gell? Sagst du? Ganz ein normaler Luftkühler, Einzylinder. Da hat es einmal ein bisschen zu viel rausgehauen vom Luftfilter. Schon, ja. Ein bisschen zu viel Öl drinnen. Das kommt dann raus. Ja. Das ist einmal so, wenn du Berg fahren wirst. Da ist der Tank, ganz ein kleiner Tank. Die Sitzposition, siehst du, das federt halt da gescheit. Ich habe die Eicher-Familie schon einmal besucht in Deutschland. Die haben natürlich alle mögen, gell? Nein, kriegst du nicht mehr rein. Nein, kriegst du nicht. Eicher, das ist gar was. Naja. Da haben wir auch wieder was Besonderes, gell? Ein 26er Steirer mit Frontladeraufbau. Das ist auch ganz selten. Ganz, ganz selten. Mit einem Originaldach. War eine wahlweise Ausführung. Steht im Typenschein drinnen, wahlweise mit Wetterverdeck. Und das war das Originaldach. Die Plane natürlich ist heute schon nachgemacht worden, ist klar, die wäre schon längst kaputt. Aha, da kommt ein Landzapfer, schau dir. Wunderbarer Klang. 10.000 Kubik. Ja, 10.000 Kubik. Ja. Ein Kolm, ein liegender Kolm. Das ist ein Messer so ungefähr von 30 cm. Ein Kolm. Darum geht auch der Lanz immer so vier zurück am Stand, weißt du? Servus. Hast du einen 45er oder einen 35er? Ja, 45er. Ja, jawohl, lass ihn noch ein wenig rennen. Ja, wird zur Stadt nochmal da. Aber dass der da ein paar Mal so ein Holzpacker nicht, dass er zuckt, dass er da bremsen hat. Ja, bremsen ist halt nicht so besonders, gell, bei den Land. Hast du noch innen die Bremsen? Na, da sieht man eine schon, ja? Ja. Da, die Bremsen da mit der Scheibe. Ja, das ist auch, eigentlich ist das die Bremsen. Der Lanz ist ausgelegt gewesen, dass man in Feld umeinander fährt. Nein, eigentlich. Hast du viel Hochofen wenig gehabt, gell? Da sagst du, braucht nicht keiner mehr den Körpertaler. Kann man mit. Du hast halt gehen, gell? Aber der Lanz war trotzdem fürs Feld gedacht, gell? Zum Arbeiten. Kraft, eine Kraftmaschine. Und schau her, da siehst du es jetzt. Da vorne. Wie groß der Kolm ist. Da außen, wo angeschafft ist, ungefähr so groß, was der
was der Glückhof da ist, so groß ist der Kolm. So groß ist der Kolm. Ja, 10 Liter, habe ich ihm gerade erklärt. 10 Liter? 10.000 Kubik. 225 Durchmesser und ein Hubraum. Da geht es auch nach vor und nach hinten. 450, ja. Cool, wenn es da zwischen Lager, ja, zwischen genau. Den zwei runden Deckel. Ja. Und von meinem Verein schon, ja, was du da drauf hast. Oldtimer, Karl Huber, Veteranus, super, freut mich. Wenn er kalt ist, musst du ihn vorheizen. Ja. Immer wieder Faszination. Ja. Immer wieder. Ah, da lockt es am Wasser ein wenig raus oder ein wenig zu viel Wasser drin. Rennt er verkehrt? Ja. Ja, genau, das ist, das ist der Nachteil. Ja, der kann verkehrt laufen. Ja, da rennt er nach hinten. Der muss, das motorisch nichts. Der muss nach vorne laufen, weil sonst hat er keinen Schmier. Faszinierend. Lanz Bulldog-Stadt. Begeistert jeden. Da haben wir einen 68er Steirer, Vierzylinder. Wunderbares Fahrzeug. 68 PS stark. Er hat ihn schon wieder. Geht schon wieder. Ich würde aber umgehen können damit. Ja, ist ein bisschen eine Spielerei. Ja. Das Thema hast du gerade essen. Und dann wirst du einfach Zucker geben. Einmal geht's noch. Einmal geht's noch. Einmal geht's noch. Jetzt rennt er verkehrt. Ja, das ist ein Frühstück, was der? Ja, das ist gut. Nein, nein, jetzt kommt schon wieder. Jetzt rennt er richtig nicht vor. Hallo, jetzt, gut. Jetzt kannst du auch. Ja, das ist einer. Da ist der Lanzkurver, der kann das gut. Ja, ist der Profi. Ist ein bisschen Spielerei. Ich muss genau erwischen, der Spruch ist schon viel mehr, weißt du? Ja, einzigartig. Ja, einzigartig. Der Lanz ist auch der Kult, das gehört da dazu. Da aufpassen, muss ich die Bitte beantragen. Das ist der Mercedes bei den Oldtimer. Der Zahn läuft ein wenig nach, weißt du? Walter, und was sagst du den alten Herren? Ja, Deutsch. Luftkühler, ein Zylinder, gell? Deutsches Fabrikat, guten originalen Zustand. Und da in der Mitte, da haben sie dann die Geräte aufgepackt. Ne? Da die Hockgeräte, was die bis früher zum Ruhm durchgefahren und alles Mögliche gebraucht haben. Haben sie da dazwischen reingespannt. Und da wieder ein super schön restaurierten Porsche Diesel. Schauen wir mal, wie viele Zylinder hat denn der? Das dürfte der Dreizylinder sein, ja? Dreizylinder luftgekühlt. Eine Rarität, gell? Das ist eine Rarität, ja? Ja, genau. Dreizylinder luftgekühlt. Die verlangen in Deutschland für die Traktoren, die kriegst du unter 20.000 Euro nicht mehr. Hast du keine Chance. Ich habe einen Freund gehabt in Deutschland, der ist leider verstorben. Der hat 5 Stück gehabt, den kleinen. Einzylinder, Zweizylinder, Dreizylinder und ob es nicht sogar einen Vierzylinder auch gegeben hat. Dann. Ich müsste jetzt, bin mir nicht ganz sicher, aber der ist verstorben und dann haben sie halt alles verkauft. Gell. Ein wunderbarer Oldtimer, luftgekühlt nur dazu. Du kriegst halt also einen Dreizylinder luftgekühlt. Dreizylinder. Ja. Das Knopferl da, das hast du ja Druck zum Kaltstart. Dann hat er ein bisschen mehr Diesel gekriegt, ein bisschen mehr Power gehabt und wenn du halt mit deinem 15er schneller weiterkommen willst und bergauf fährst, dann ziehst du halt da ein bisschen an, das hat er sich selber gemacht. Der hat zum Beispiel nur den alten Motor drauf, den Standardmotor. Vierzylinder, Standardversion. Und die haben sie aber auch gebaut, dann vorher mit die TEF 20 oder 28, haben sie dann auch gebaut mit Benzingetriebene, weil damals in den Kriegszeiten hat man nichts anderes gehabt. Diesel war auch nicht so leicht zum Kriegen.
das so ein super Fahrzeug. Ja. Euch sieht man bei jedem Oldtimer treffen schon gleich jetzt. Weil es eine Riesenfreude ist damit, ist ja klar. Sicher. Ein Ford A-Modell Tudor Sedan aus der USA. Steht da sogar drauf, erstmalige Zulassung schon her. Ja, ja, 29.06.31. Ja, ja. Alter Herr. Produktionszeitraum 28 bis 31. Ja, ja. Wunderbar. Was erzählen, welche Herrschaften, dass er schon chauffiert hat. Alleine, wenn du heute das Fahrzeug anschaust, damals, ein wunderbares, schönes Stickel, was die dort geleistet haben. Ja, ja. Und heute, ja, heute sind, haben wir auch schöne Fahrzeuge, aber was machen sie denn? Elektronik einbauen. Aber die Erfinder damals, hat genug Teile. Die Erfinder waren eigentlich dort die Leute. Am Raumen, alles zerlegt. Habt ihr selber das gemacht? Ja, die Teile sind in vier Garagen gelegen, die kleinen Teile alle angeschrieben. Machen wir mal den Motorraum geschwind ein bisschen auf. Lass uns mal reinschauen. Da hat die Wunderlampe drin, da kannst du schau her. Und kannst dir was wünschen. Vier Zündkerzen. Ist er. Vierzylinder, ja. Ein Langhuber. Schaut aus wie die. Ist aber kein Zweitakter, oder ist es ein Zweitakter? Ah, Viertakter. Viertakter, ja. Und man sieht sie, zwar lebt sie richtig mit dem Fahrzeug. Ja. Alleine schon. Der war ja heute da, aber mit einem anderen. Die Scheinwerfer, das war ja früher alles wunderschön aufgebaut, verchromt alles. Na ja, die sind schon. So schöne Fahrzeuge bauen sie heute gar nicht mehr. Jawohl. Das ist ja so was. So was Originelles. Jetzt muss ich euch noch fragen zu den Reifen. Das sind Weißwandreifen. Ja, die gibt es in München. Kriegst du die immer noch? Ja, die habe ich von München bestellt. MOR Münchner Oldtimer-Reifen. Aha. Na okay, schön, super. Freut uns. Jetzt lassen wir die zwei Besitzer. Okay, gut. Haben wir wieder ein bisschen was gemacht, wir zwei. Ja, du, danke für die Ausführungen. Und ist immer schön, wenn man ein bisschen was erzählen kann. Alles weiß ich auch nicht, bin auch nicht allwissend. Aber was man weiß, sollte man weitergeben. Erstens einmal für die interessierten Menschen und für unsere Jugend. Das ist ja ganz wichtig. Dankeschön einmal. Danke auch.